Hallo Leute, es freut uns, dass ihr wieder zuseht. Unschwer zu erkennen, um was es heute geht. Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock. Da regnet es aber noch rein. Da haben wir uns gesagt, weißt du was, bauen wir das Dach. Ja, heute geht es ums Dach. Wir machen so, dass wir hier vorne wieder mal ein bisschen was bauen. Und dann schalten wir um auf den Speed. Dann wird es für euch nicht so langweilig. Ja. So. Situation. Gut, falsche Farbe. Das Ding, das was andere finden. So. Dann haben wir hier oben so ein Ding. So lang. Okay. Und das ist dann hier draußen. Schieß mal ein bisschen rüber. Nicht, dass da irgendwelche seltsamen Sachen passieren. So, da stimmt aber was nicht. Wieso? Ach so, ja, alles klar. Aber trotzdem. Das ist falsch. Da muss ein langeres rein. Da muss so ein langes rein. Das muss bis auf den Boden gehen. Ja, die sind beide in einer Schüssel gewesen. Ah, jetzt passt. Jetzt kriegen wir's Bagger. So. Noch eine. Ne, das ist die von eben. Hier. So, und das Ding kommt dann da oben dran. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut. Dann wollen wir mal schauen, ne? So, der Vierer ist für mich ganz wichtig. Mir fehlt die eine 14er. Weiß nicht, ob was für eine 14er? Weißt du, ob die eventuell da drin gelegen hat? Alle gleich lang. Alle gleich lang. Kürzer.
Es ist vollbracht. Jawohl. Unser wunderschönes Dach für das Krankenhaus. Natürlich auch modular. Ich lasse mal Licht werden. Hier ist alles modular, was modular geht. Ach, ich lasse das erstmal ab. Hubschrauber Landeplatz. Ich will nicht spoilern, der Hubschrauber ist bereits bestellt. Ja, hat man gestern im Livestream besprochen. Und noch was. Da passt ein Auto rein. Ist auch bestellt. Werden wir auch mit euch zusammenbauen. Mal sehen, wann es kommt. Vielleicht noch vor unserem Urlaub. Schön wäre das. Ja. So, hier, die Aufbauten. Klemmi soll dazu was sagen. Ich finde keine Worte. Es ist genial. Die Klimaanlagen, die Lüftung, der Handymast. Ja gut, der ist auch so ein Schlabberding wie die Lampen. Aber mal sehen, vielleicht kriegen wir da eine Lösung. Die Belüftung für die kleinen Ventilatoren für die Rohrpost. Das ist nicht richtig gerade. So, jetzt. Dann auch wirklich so, wie es ist, der gelbe Streifen, damit sie auch nachts einen Weg zum Häuschen finden, zum richtigen Eingang. Ja, und nicht zum Dach runter zu hüppe. Ja, nicht, dass sie da versuchen, Wartungsschacht reinzukommen. Und die Treppe runter. Ja, also... So, wir setzen es nur lose drauf. Und jetzt kommt die Krönung. Das Krankenhaus wird gekrönt. So sieht es dann komplett aus. Heftig. Nochmal allen herzlichen Dank an den Klemmspender. Ja. Du hast uns damit eine riesige Freude gemacht. Extrem viel Spaß beim Klemmen. Ja, und wenn du das Ganze jetzt hörst, da ist so ein gelbes Paket angekommen. Du wirst es im Hall sehen, also ich habe keine Worte mehr gefunden. Ja. Das ist Wahnsinn. Ein wunderschönes... Komm, hör auf, ich weiß nicht, was wir angestellt haben, dass er uns das schickt. Schaut euch das Gebäude in Ruhe an. Klemmi wird noch Bilder schießen, ja, und sie dann irgendwann mal in der Community zeigen. So, und jetzt an alle, die zusehen, schreibt uns in die Kommentare, wie dieses Krankenhaus heißen soll. Dann werden wir hier oben noch ein Schild befestigen oder hier mit dem Namen des Krankenhauses. Ja. Denn Hospital oder so, das ist kein... Da will noch einer mit dem Rollstuhl abhauen. Ja, da will einer abhauen mit dem Rollstuhl. Leute, ein wunderschönes Gebäude. Ich sehe gerade, mal sehen, das ist der letzte Stein. Genau. Ihr durftet ihn sehen, wie wir ihn drauf gemacht haben. Haben wir von vorhin schon gedacht, verflucht, aber müssen wir mal gucken. Reste. Das sind die Reste davon. Herrlich. So, jetzt dreh's bitte nochmal. Jetzt dreh's nochmal. Das passt nicht auf unseren Drehteller. Nee, da dürfte wahrscheinlich auch gewichtstechnisch ein bisschen. So, ja. Wie versprochen wird jetzt Klemmi das kleine Gimmick vorführen. Genau. So, ich drehe es mal so, damit du auch zugreifen kannst und die Leute es auch sehen. Ich schiebe es noch ein bisschen weiter hier rüber. Achtung, es geht los. Hier hinten gibt es diesen schönen Hebel. Den kann man ziehen. Man kann nach oben fahren. Jetzt ist natürlich das Ganze nicht richtig aufgenockt. Deswegen muss ich gucken, dass ich den nächsten... Komm, kann das reinmachen. Hier steht der Fahrstuhl im ersten Stock. Das ist der Fahrstuhl, genau, den man da hoch und runter. Und man kann ihn in den einzelnen Stockwerken feststellen. So, jetzt geht er ins zweite Stock. Zweite das Stock. Ist ein bisschen hakelig, weil da ist nämlich eine Trage drin. Ja, und hier sind, wir haben es noch nicht komplett aufeinander genommen. Ja, weil
Ja. Willst du den Transport wieder auseinander machen wollen? Richtig. Weil es wird nicht Ewigkeiten hier draufstehen. Auf gar keinen Fall. Jetzt die nächsten paar Tage schon. Vielleicht bis zu unserem Urlaub. Mal gucken, was so kommt. Und dann bekommst du einen Ehrenplatz hier. So, jetzt mal gucken. So. Jetzt ist es im Dachgeschoss drin. Die wollen doch auch sehen. Das ist die Trage. Das ist die Trage, die da drin ist. So, die stelle ich jetzt mal wieder rein. Jetzt diesmal richtig, müsste jetzt ein bisschen besser funktionieren. Mal schauen. Dann fahren wir wieder ins Erdgeschoss. Einmal. Ja, war lang genug an der frischen Erdgeschoss. Luft. Und Erdgeschoss. Geile Funktion. Die Idee ist genial. Also, man kann damit sogar spielen. Ja, stell dir mal vor, du hast zwei Kinder und die sagen sich, ach komm, wir spielen im Krankenhaus. Tun die Modulare einzeln hinsetzen, das Dach weg, dann haben sie nämlich drei Etagen zum Spielen. Also die Fantasie der Kinder ist hier keine Grenzen gesetzt. Genau, wenn jemand eine moderne Stadt hat oder so, ist das optimal. Gigantisch. Optimal. Und dadurch, dass wir unten die Baseplates ausgetauscht haben, keine Probleme mehr. Und denkt dran, die Pläne kann man so runterladen. Ja. Guckt sie euch an. Wenn ihr viele Steine habt, es muss ja nicht so werden, wie es hier ist. Es braucht keinen blauen Streifen, es kann auch ein roter sein. Ja. Oder ein grüne. Grün ist im Moment nicht so. Aber ich finde es toll. Ich finde es sagenhaft. So, Leute. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet, von diesem wunderhübschen Gebäude. Und wie gesagt, der Name von dem Krankenhaus. Sollten mehrere Namen gleich sein, dann werden wir natürlich demokratischerweise diesen Namen nehmen. Ansonsten werden wir sie in einen großen Topf, dann kommt hier meine Rührschüssel wieder her. Und dann ziehen wir da den Namen raus. Versprochen. Ja. So, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Dann war's das für heute. Und wir verabschieden uns mit baut auch schöne Sachen. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Ich bin immer noch begeistert. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.